In dieser Rostocker Druckerei, mitten in der Innenstadt, geht es schon mal etwas lauter zu. Vor 25 Jahren wurde diese Wohnung in der Luisenstraße 16 in eine kleine Druckwerkstatt umgebaut. Hier wird noch traditionell mit Druckplatten, Farbe und Walzen gearbeitet. Der sogenannte Offset-Druck. Es gibt so Sachen, das hat früher der Drucker gemacht und das macht heute der Computer. Ne? Farben messen, Farbschichtdicke messen, das Nachjustieren der Farben in der Maschine, das macht heute alles der Computer selbstständig. Ne? Da braucht der Drucker nur einen Bogen aus der Maschine ziehen. Der Bogen wird abgescannt und die Maschine stellt die optimalen Farbwerte automatisch ein. Ne? Trotzdem muss Marco immer ein wachsames Auge auf den Druckvorgang haben und stichprobenartige Kontrollen durchführen. Je nach Auflage dauert manchmal das Einstellen des Gerätes länger als das Drucken selbst. Das ist ein großer Nachteil gegenüber des heute modernen Digitaldrucks. Der einzige Vorteil Offset-Druck, den ich jetzt noch sehe, ist, dass es natürlich ab einer bestimmten Menge preisgünstiger ist. Ne? Nun ist alles richtig eingestellt und die gewünschte Menge wird in einem Ruck gedruckt. Wenn alles fertig ist, werden die Bögen zum Trocknen beiseite gestellt. Die Maschine wird gereinigt und dann geht es mit dem nächsten Auftrag weiter. Marco arbeitet hier natürlich nicht alleine. Insgesamt beschäftigt die Druckerei 12 Mitarbeiter, die Aufträge abarbeiten. Zu ihnen zählt auch Anna. Sie ist Auszubildende im zweiten Lehrjahr zur Medientechnologin Druck, wie der Beruf heute heißt. Ich würde gerne nach der Ausbildung weiterhin hier arbeiten, weil ich diesen traditionellen Betrieb eigentlich doch sehr schön finde und mir macht das Arbeiten hier halt auch viel Spaß. Die Kollegen sind alle nett und es ist eine schöne Arbeit, einfach auch den Beruf des Druckers noch traditionell auszuüben, weil heutzutage an modernen Druckmaschinen werden mehr Knöpfe gedrückt als alles andere. So entsteht Blatt für Blatt für Blatt. Nachdem das Papier bedruckt, getrocknet und geschnitten wurde, wird es ordentlich verpackt und dem Kunden zugeschickt. Abhängig von der Saison werden hier 10 bis 20 Aufträge pro Tag bearbeitet. Und die Arbeit ist für heute auch noch nicht beendet. Es wird weiterhin bedruckt, geschnitten und gefaltet. Hier steht man ständig unter Druck.